Und damit herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe mein Mana aufgefüllt, ich habe mein Leben aufgefüllt. Ich werde jetzt mal hier diese Halunken. Uah! Beziehungsweise, sie verprügeln mich, so wie es aussieht, ha? Na komm, ein Feuerpfeil werde ich noch los. Genau, der hat getroffen, sehr gut. Und dann ziehe ich mich hier mal wieder lieber ein bisschen zurück. Und futter mein Mana wieder voll. Oh meine Güte. Die hauen ja rein, ey. Vor allem diese Pfeile. Ach, ich kann hier nicht gedrückt halten. Okay, ich muss mir wieder neu drücken. Boah, komm, passt schon. Habe ich denn irgendwelche stärkeren Zauber eigentlich mittlerweile? Das Rune nicht, ne? Aber ich könnte natürlich das hier tun, ne? Also ich schnapp mir jetzt zum Beispiel den da. Ah, da muss ich wahrscheinlich näher dran. Verdammt. Teleport brauche ich gerade nicht. Zum Kloster wäre interessant. Auf jeden Fall mal ausgewählt zu haben. Feuerpfeil macht 25 Schaden. Feuerpfeil macht 25 Schaden. Ich dachte, die Schriftrollen machen mehr Schaden. Eispfeil macht lecker Schaden. Finde ich gut. Nun denn. Dann schnapp ich mir mal den da. Mach den mal zu Ende. Reichen da zwei? Ja. Und dann kriegst du einen Eispfeil. Zweimal. Der macht nämlich mehr Schaden als der Feuerpfeil. Doppelt so viel, um genau zu sein. So. Ey, ich war in Deckung. Du Sau. Ah, und da kommen die nächsten. Ah, das hat ja super geklappt. Okay. Ich glaube, ich bin doch noch ein bisschen zu schwach für diese Banditen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man diese Quest so am Anfang gleich erledigen soll. Wenn ich ja jetzt schon mit Level 13 zu schwach dafür bin. Selbst als Magier. Die halten ja so extrem viel aus. Nun gut, dann gehe ich halt stattdessen zum Beispiel hier rein in den Wald. In Richtung des Ornamentstücks oder in Richtung der Stelle, in der sich, bei der sich das Ornamentstück befinden soll. Noch ein paar Keiler. Joa, komm mal her. Lieber Keiler als Suchende. Ne? Ich hoffe, also warum ich jetzt hier zuerst in diesen Teil gehe. Ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich den Turm befreien. Das war so die, ich mach das mal eben, das war so die Idee. Hat jetzt ja wunderbar geklappt. Aber mein anderer Gedanke dahinter ist natürlich auch, dass in diesem Gebiet der Welt war ich eigentlich noch gar nicht so richtig. Und daher habe ich hier auch noch keine Suchenden gesehen und ich habe halt so ein bisschen die Idee, dass es daran liegen könnte. Oder dass es hier halt eventuell keine Suchenden geben könnte, theoretisch. Also, ich weiß es nicht. Sagen wir mal so, ich weiß es nicht, ob es hier Suchende gibt, aber ich weiß, überall anders gibt es Suchende. Und die nerven mich gerade, weil ich sie nicht besiegen kann. Und deswegen gehe ich jetzt erstmal hier rum, so ein bisschen. Sammle die Kräuter ein. Und hoffe, dass es hier keine Suchenden gibt. Ich glaube, ich höre entweder einen Wolf oder einen Ork hinter mir. Sumpfkraut. Oh mein Gott, das kann ich doch bestimmt sehr teuer verkaufen, oder? So viel Sumpfkraut. Blutfliegen. Oh. Kann man machen. Was haben wir denn hier noch? Ah, Vax. Okay. Yep, okay. Da komme ich nicht durch. Ich würde es gerne weiter hochschauen. Ja, natürlich folgen sie mir. Na, klasse. Nein. Ich habe keine Lust auf Vax. Nein. Haut wieder ab. Vor allem zwei. Alter. Sind die auch noch schneller als ich? Was zum... Was? Was tun die da? Wo sind die so schnell? Bin ich endlich los? Du meine Güte, haben die mich gerade verfolgt. Was war das denn bitte? Da kippe ich auf den Schreck erstmal zwei Heiltränke.
So. Futter mal ein bisschen Brot. Das muss weg. Und dann habe ich ja hier auch noch Zeug. So. Gut. Meine Güte, wie die sich direkt auf mich stürzen und dann einfach nicht ablassen. Grausam. Ja, gegen den Wolf habe ich nichts, aber die Wargs sind böse. Naja, dann habe ich ja hier noch einen anderen Weg, den ich lang gehen kann. Versuche es halt hier mal zuerst oder als nächstes, bevor ich jetzt hier ewig warten muss, bis die Wargs und Wölfe sich verziehen. Was haben wir hier? Eine dunkle Ecke. Hoffentlich ist da kein Schattenläufer drin oder so. Ist das eine Höhle oder einfach nur eine dunkle Wand? Wahrscheinlich ist es eine dunkle Wand und ich täusche mich hier gerade voll, oder? Ja, das ist eine dunkle Wand. War ja klar. Das sah so ein bisschen aus wie eine Höhle. So, siehst du, damit komme ich doch wunderbar zurecht. Scavenger sind einfach super. So, da oben sind ein paar Blutfliegen. Ich glaube, die kriege ich auch noch hin. Bin ich jetzt nicht ziemlich genau oberhalb von dem Sumpf, bei dem ich gerade war? Nicht so wirklich. Da hat mich wohl mein Orientierungssinn ein bisschen getäuscht. Hui! Ja, genau so. Nicht so blöd. Muss das sein mit den Blutfliegen. Ein Schlag tot. So muss das sein. Ich glaube, das sind wieder die Wargs. Skelett. Oh je. Ah, da hinten sind Wargs, okay. Und da ist ein Warg. Da ist ein Warg, da ist ein Skelett. Oh Mann. Vielleicht bin ich ja doch falsch und viel zu früh. Ich müsste da quer durch. An Wargs und Skeletten vorbei. Was ich halt irgendwie leider nicht schaffen kann. Gut, ich habe natürlich jetzt auch nicht. Ich bin jetzt natürlich auch nicht dem Weg gefolgt, sondern ich bin wieder querfeld eingelaufen. Von daher ist noch nicht alles verloren, aber ich vermute, ich fürchte, dieser Weg führt relativ zielstrebig jetzt nach links zu dem Skelett, oder? Nein, tut er nicht? Oh, tut er gar nicht. Hey! Ich nehme alles zurück. Voll gut. Wer ist das denn? Niklas. Bist du auch abgehauen? Nö. Wie kommst du darauf? Wieso solltest du Mutterseelen allein hierher kommen? Hier ist nichts. Doch du? Du bist doch hier. Ich wollte mich nur mal umsehen. Okay, tu dir keinen Zwang an. Willst du ein Stück Fleisch? Nö. Nein, danke. Wie du willst. Ich hoffe, es stört dich nicht, wenn ich was esse. Nein. Wieso bist du denn hier? Hier oben habe ich meine Ruhe. In der Stadt fühle ich mich immer so eingeengt. Musst du nicht arbeiten? Alles, was ich brauche, organisiere ich mir selbst. Pfeile schnitze ich mir und Fleisch liefert mir die Natur. Du bist also Jäger? Wenn du so willst, ja. Allerdings jage ich nur, was ich brauche. Nicht um Gold zu verdienen. Dann kannst du mir bestimmt was beibringen. Warum nicht? Ich könnte dir zeigen, wie man mit dem Bogen schießt. Zeig mir den Umgang mit dem Bogen. Nö. Ich bin Magier. Ich brauche keinen Bogen. Ich kann auch so Fernkampf ohne extra Ausrüstung. Was ich aber auch ganz besonders gut kann, ist mit meinem Schwert Scavenger jagen. Haha. Na? Okay, manchmal auch nicht. Wenn ich zu schnell klicke, dann nicht. Dann blockiert nämlich das Schwert. Und dann schlage ich nicht zu. Und das ist nicht gut. Da ist nichts zu holen. Ja, ich weiß. Ich habe nur ein bisschen schneller geklickt. Reg dich nicht so auf. Wobei, ich bin ja gerade derjenige, der sich aufregt, ne? Gut. Dann beruhige ich mich mal wieder. Und frage mich, was es hier gibt. Das sieht doch, ja. Und hallo, ist das ein Weg. Aber Hallöchen. Gut getarnt mit den Büschen. Sehr gut getarnt, muss ich sagen. Großes Lob an die Level-Designer. Leider komme ich hier aber auch nicht weiter.
Also, ich will sagen, ich sehe gerade nicht ganz, was mir das bringt. Ich könnte da vielleicht runter. Was gibt's denn da unten? Scavenger. Ja, nee, nicht wirklich. Das lohnt sich nicht. Da bin ich wahrscheinlich tot, wenn ich runterfalle. Gut, dann lasse ich das halt immer eben wieder. Oh, ist hier eine Höhle? Nö. Keine Höhle. Hier laufe ich lieber langsam. Gut. Aber es geht hier noch weiter. Und es wird langsam dunkel, oder? Oder wird es langsam hell? Na, es wird langsam dunkel. Aber ich habe jetzt zum Glück einen Teleport in die Stadt, für alle Fälle. Da kann ich mich dann ja kürzester Zeit in Sicherheit bringen. Beziehungsweise halt irgendwo hin, wo ich dann schlafen kann, damit es wieder hell wird. Oh, komm schon, das hat gepasst. Bleib nicht hängen an so einem kleinen Vorsprung. Ah, der Weg hat also sozusagen nur nach oben geführt. Und das haben wir hier. Eine Leiche, jede Menge Heilpflanzen. Und was gibt's hier hinten noch so? Keine Gegner. Oh, Kronstöckel, sehr gut. Das brauche ich doch zum Tränkebrauen. Großartig. Gut. Und was hat dieser nette Tote hier verloren? Ein Ring, ein paar Spruchrollen und einen Lederbeutel. Ja. Was kann denn der Ring? Fangen wir doch mal mit dem... Oder? Fangen wir mit dem Lederbeutel an? Fangen wir mit dem Lederbeutel an. 100 Gold. Sehr schön. Und der Ring. Wo ist der Ring? Wo ist der Ring? Amulett, Ring der Astralkraft. Mana plus 10. Mein anderer Ring bringt mir auch Mana plus 10, aber auch Lebenspunkt plus 30. Und auf den da würde ich ungern verzichten. Nö. Dann habe ich da leider nichts. Ich glaube, der Feuersturm ist neu. Und Untote vernichten habe ich, glaube ich, auch neu. Das heißt, ich habe hier jetzt ein paar neue Zauber, die ich halt leider nur ein, zwei Mal einsetzen kann. Aber ich habe sie und kann sie mal ausprobieren. Das ist insofern halt ganz nett, als dass ich dann halt zumindest ein bisschen Erfahrung sammeln kann, ob es sich lohnt, diese Zauber als Runen zu lernen. Ja. Nun gut, hier oben gibt's wohl ansonsten nichts mehr. Wie weit bin ich denn jetzt von der Stelle mit dem Ornament weg? Das ist schon noch ein ganzes Stück. Es führt allerdings wohl auch ein Weg... Was? Am Kloster vorbei? Nee. Vorm Kloster? Oder wie? Wie? Ach so, nee. Klar, da, das ist Akils Hof. Klar, Akils Hof. Bei Akils Hof kann ich da vorbei. Da habe ich halt nur das Problem, dass ich halt zwei Suchenden habe. Ich glaube, ich versuche das mal. Ja, das ist eine gute Idee, glaube ich. Und dann kriege ich ja sogar auch die Erfahrung. Ja, das hat leider hier nicht geklappt mit den Banditen. Ich könnte natürlich mal versuchen, mit ihnen zu reden, aber wahrscheinlich lassen sie sich ja da nicht drauf ein. Diese Halunken. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Und habe das Gefühl, ich bin ein bisschen zu schwach für das Spiel. Aber wie gesagt, das würde ich es ohne Erweiterung spielen, dann wäre es deutlich leichter, aber halt auch deutlich langweiliger. Deutlich weniger herausfordernd zumindest. Also durch diese Erweiterung ist es schon ein bisschen schwieriger geworden. Hey, ich habe doch hier schon mal alles abgegrast. Sind die Pflanzen neu? Gibt's hier in jedem Kapitel auch neue Pflanzen? Nicht nur neue Gegner? Gibt es dann da hinten bei der Höhle etwa auch neue Gegner? Oder habe ich die einfach nur übersehen hier draußen? Ja, also hier habe ich definitiv alles abgesucht. Cool, dann spawnen hier auch neue Pflanzen. Aber gibt es hier auch neue Gegner? Hier ist doch diese eine Höhle, die ich mal von... Was war?
gesäubert hatte. Also hier brennt auf jeden Fall Feuer. Na gut. Dann eben nicht. Dann werde ich jetzt mal zu diesem Gardisten gehen, der mir seine Hilfe angeboten hat. Natürlich könnte ich, falls es hier Truhen gibt, die verschlossen sind, die jetzt endlich knacken. Aber die da gerade war leider nicht verschlossen. Vielleicht hier drüben irgendwo? Auch eine verschlossene Truhe oder so? Nö. Na gut, dann geht's zu Mika. Und ich brauche noch ein paar Lebenspunkte. Ah, ein Pfeil. Ja, kann ich verkaufen. Machen wir das mal so. 15, 30 sollte reichen. Oder? Jetzt fehlen mir noch 5. Komm, Pilz. Ich kann da noch einige Pilze essen, bevor sich deine Wirkung einstellt. Aber irgendwann, wenn Mana mal so richtig teuer ist, dann werde ich alle Pilze essen auf einmal. Und dann wird sich mein Mana bestimmt um sagenhafte 5 Punkte oder so erhöhen. Aber halt immerhin für Ome. Und das ist dann nicht nur 5, sondern halt eben 15 Lernpunkte wert und damit 1,5 Levels. Und das ist schon ziemlich mächtig. Finde ich. Ups. Nicht darunter. So, Mika. Dann eine Runde speichern und die Folge. Komm, wir probieren das einmal aus. Wir probieren das einmal aus. Hier, nimm mal. Ich hab's mir überlegt. Ich zahle dir die 10 Goldmünzen. Wunderbar. Lieber spät als nie. Und nun? Und nun brauche ich deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Wenn's unbedingt sein muss, was ist los? Ich werde von Monstern angegriffen. Im Moment sehe ich aber gar keine Monster. Oh, hey. Was denn? Wenn's Banditen? Ich werde. Tatsächlich? Wo sag mal, willst du mich verarschen? Guck mal her. Hier. Guck mal, der ist. Guck mal, Mika, der Suchende ist sauer auf mich. Guck mal, der da hinten, hinter dir. Der ist sauer auf mich. Im Moment. Oh, du bist doch ein Depp. Der fuckt mir ja gar nicht, die Sau. Ich dachte ja. Ich habe das Gefühl, der Suchende ist gegen Magie immun. Kann das sein? Komm, werf mir einen Feuerball her. Werf mir einen Feuerball her. Sehr gut. Trifft ihr jetzt Mika? Nö. Okay. Das klappt leider halt irgendwie nicht. Das heißt, die 10 Goldmünzen hier waren ein bisschen verschwendet. Das! Der hat mich verarscht. So, sein Schwert nehme ich mal an mich. Oh, ein Apfel. Sehr gut. Ein paar Münzen. Zuh. Und du willst mir eine Hilfe gewesen sein? Ich konnte dich ja sogar einhändig verprügeln. Na gut, es wird langsam dunkel. Dann ist es ja gar nicht mal so verkehrt, dass ich hier direkt bei der Stadt bin. Und bevor ich jetzt irgendwie draußen die Folge beende oder so, gehe ich mir hier ins Hotel rein, suche mir ein gemütliches Bett. Scheinbar ist ja keiner sauer auf mich, dass ich Mika verprügelt habe. Oh. Das war knapp. Ich möchte wieder am Kamin schlafen. Ja. Muss ich von der anderen Seite ans Bett? Ach, keine Ahnung. So, ich speichere eine Runde nochmal. Lieber nochmal eins später. Vielleicht ist auch jemand sauer, weil ich ihn verprügelt habe. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.